Was geht ab, meine lieben Freunde des Motorsports da draußen? Willkommen zur nächsten Folge der F1 Ultra-Karriere. Wir neigen uns langsam aber sicher dem Ende dieser 2014er Saison entgegen. Es sind mit dem heutigen Part noch deren 4 Rennen ausstehend. 125 Punkte sind noch zu holen. Da es ja zum ersten Mal doppelte Punkte beim Saisonfinale geben wird. Die sind also zum ersten Mal in Russland, in Sochi, um genau zu sein. Und haben auch direkt hier ein Entwicklungsprogramm. Es ist das zweitletzte der Saison. Das ist weiterhin der Plan der aggressiven Entwicklungsstrategie von Red Bull Racing in dieser ersten Hybrid-Ära-Saison. Und deswegen geht das hier auch in Sochi weiter, um neue Teile zu testen. Da es noch nie einen Russland Grand Prix gab, können wir auch nicht sagen, wie das letzte Rennen in Russland ausgesehen hat. Aber wir können mal kurz auf den WM-Stand blicken, denn der ist eng. Vorne zwischen mir und Kubica beträgt der Abstand deren 5 Punkte. Ricciardo und Alonso in Lauerstellung. Rosberg, ich würde mal behaupten, der hat sich aus dem WM-Kampf verabschiedet. Der müsste jetzt jedes Rennen gewinnen, um nochmal wirklich gute Chance zu haben. Der Vize-Weltmeister aus dem vergangenen Jahr. Aber das wird sich erst im Laufe dieses Wochenendes zeigen, ob das wirklich realitätsnah sein kann, dass Rosberg hier noch einen wichtigen Teil in den Cockpit spielen will. So, aber gut. Q1 ausgeschieden. Üblichen Verdächtigen. Die Rester vielleicht mal ein Name, der normalerweise nicht wirklich in Q1 stehen bleibt. Also der Sauber von die Rester hat es nicht geschafft, in die nächste Qualifying Session zu kommen. Hingegen meine Wenigkeit kämpft hier um den Einzug in die Top 10. Das hat auch ganz locker funktioniert. Ausgeschieden. Dann, ja, doch eine Überraschung, die beiden McLarens, Lewis Hamilton und Oliver Turvey, haben sich verabschiedet aus dem zweiten Qualifying-Segment, werden nicht mehr wirklich ein Teil davon sein, um ganz große Punkte abzusahlen. Das erste Outing, es ist eine persönliche schnellste Runde, Purple, eine 1:40.406. Rosberg hat mal eben noch die Zeit verbessert und dieser Nico Rosberg, der ist die ganze zweite Runde direkt vor uns. Und jetzt muss ich mich hier mit Nico Rosberg rumschlagen. Das wird in einen Kampf enden. Es gibt einen wunderschönen Windschatten, währenddessen ich auch den Motor eindeutig überstrapaziere. Und jetzt kommt der Angriff gegen Nico Rosberg. Das kostet uns beide. Und Rosberg, da haben wir es gehört, das hat geknallt. Der hat sich den Flügel da beschädigt. Wird sich also nicht mehr weiter verbessern können. Nico Rosberg, die eine Runde wird es sein. Die Frage ist, reicht es für die Pole Position für Red Bull Racing oder ist Mercedes auf der Pole? Und es ist der Mercedes von Nico Rosberg. 69.000, also ein spannender Kampf um die Pole Position, wurde im Qualifying geliefert. Kubica, Alonso und Ricciardo. Es ist dasselbe Bild seit ein paar Rennen. Die Top 5 in der WM sind auch diejenigen, die im Qualifying auf den ersten 5 Positionen landen. Also, Mercedes, Red Bull und da ist noch ein Alonso. Wir sind gespannt, wie das Rennen ausgehen wird. Es stimmt ja schon, dass es noch keinen Russland Grand Prix zu Zeiten der Formel 1 gab, aber es gab auch schon Motorsportrennen in Russland. Das war alles noch vor dem Ersten Weltkrieg. Da gab es dann doch noch das ein oder andere Rennen, oder war es sogar schon nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Neuland, Russland in der Formel 1. Aktuell ja ein heikles Thema mit Russland, Formel 1. Ich habe mir überlegt, soll ich das Rennen überhaupt fahren? Ich dachte mir, ja komm doch, es gehörte 2014 mit von der Partie. So, die 5 roten Lichter, sie gingen dann irgendeinmal an und sie gingen dann auch mit einem gemütlichen Zeitraum wieder aus. Und das Rennen ist freigegeben und da haben wir kurz gesehen, Vettel mit einem Blitzstart. Vettel kam sehr gut von der Linie weg, mischt er direkt mit dem besten 5 des Fahrerfeldes mit. Vorne der Kampf in Kurve 1, Rosberg gegen meine Wenigkeit. Wer behält die Oberhand und im Endeffekt, ja, ist es deutlich der Red Bull. Also, Kaufmann, meine Wenigkeit führt. Dahinter Rosberg auf der 2, Alonso 3, Kubica zurückgefallen, Ricciardo nicht auf dem Podium. Und das muss man jetzt auch mal gesagt haben. Alonso, der hat einen Riesenlauf. Alonso, Podium um Podium um Podium. Wenn ich jetzt hier gleich mal die Statistik aufmache, dann kann ich euch direkt mal sagen, seit wann Alonso hier auf Podestkurs unterwegs ist. Wenn ich das richtige Moment aufmachen würde. In der Zwischenzeit kommt die erste Runde
ihrem Ende entgegen, wollte ich sagen, ist schon zu Ende gegangen. Rosberg mit dem Windschatten ohne DRS-Unterstützung versucht hier natürlich jetzt wieder seinen Weg nach vorne zu ebnen, aber es gibt noch in der zweiten Runde ohne DRS gibt es kein Vorbeikommen am Red Bull. Und in solchen Fahrfehlern, da lädst du natürlich Rosberg ein, nochmal zu attackieren. Weiterhin DRS nicht freigegeben. Immer noch die zweite Rennrunde. Side by side fahren sie runter zu Kurve 13. Die Stelle, wo sie im Qualifying schon einmal nebeneinander waren, wo Rosberg dann weit ging und seine Teile verloren hat. Das möchte natürlich heute der Nico verhindern. Noch kurz, um den Statistikgedanken wegzubringen. Alonso seit Deutschland, Hockenheim, immer auf dem Podium. Das ist eine aktuelle Streak von deren 6 Rennen in Folgen. Der ist Mr. Consistency und er meldet sich im WM-Kampf immer noch an. Der hat sich noch nicht ausgeklinkt. Das wird spannend bis zum Schluss werden. Was auch spannend bleiben wird, ist der Verlauf, der Ausgang dieses Rennens. Runde 4, dieses Mal gibt es die DRS-Unterstützung. Rosberg setzte sich ganz kurzzeitig neben den Red Bull. Denkt sich aber, ich attackiere nicht, ich ziehe noch einmal zurück. Und ich betone nochmal, wir sind erst in Runde 4. Das ist noch nicht einmal ganz ein Drittel der Renndistanz. Und mit diesen Fehlern neben die Strecke, das Spiel wird verlangsamt ein direkt. Rosberg nutzt die Chance. Rosberg geht vorbei. Rosberg übernimmt die Führung, nachdem er diese am Start verloren hat. Und da ist mein Ego natürlich jetzt ein bisschen gekränkt. Mit solch einem Fahrfehler willst du natürlich nicht das Rennen verlieren. Und ich weiß auch, jeder Punkt in dieser Weltmeisterschaft kann entscheidend sein. Es ist sehr eng. Fahrfehler werden bestraft. Die Attacke dann nur ein paar Sektoren später, eigentlich nur ein Sektor später. Und das war einfach mit DRS und dem fetten Gemisch an Rosberg vorbei. Der geht da wieder weit. Also Rosberg, der hat da so seine Probleme in der besagten Kurve 13-14-Sektion, wirklich einen idealen Ausgang zu erwischen. 2 Runden später, Rosberg musste sich erstmal wiederholen von diesem Schreck und jetzt attackiert er. Macht er dasselbe Spiel mit mir wie 2 Runden zuvor, der DRS ist offen, hat er das fette Gemisch, dann ist das ein easy Manöver, aber auf der Bremse kommen wir hier zurück. Rosberg geht wieder ein bisschen weit, es bleibt eng, Rosberg übernimmt die Führung, es gibt den Kontakt zwischen Red Bull, Mercedes und Ferrari. Ricciardo auf der 4, Kubica 5, ein massiger Train hier auf den Plätzen 1 bis 5. Wir sehen auch hier auf der rechten Seite die Reifen, die sind durchstrapaziert bis zum geht nicht mehr. Boxenstoppzeit ist angesagt. Rosberg bleibt draußen. Undercut für Kaufmann, Alonso, Kubica. Ein guter Boxenstopp ist jetzt natürlich Pflicht hier. Wird nicht aufgehalten von einem Backmarker, gerade so noch vor dem Williams wieder rausgelassen. Kubica hat da schon eher Probleme, der muss abreißen lassen. Alonso bleibt auf der Spur. Ja, also für Kubica ist es natürlich ärgerlich. Der verliert jetzt etwas Anschluss, der kann nicht profitieren mit dem Undercut, um möglicherweise an Daniel Ricciardo vorbeizuziehen. Wir werden es aber gleich eh herausfinden, wie es für Kubica gleich weitergehen wird. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, was ist mit dem Undercut oder gelingt der Overcut? Boxenstopp eine Runde später für Nico Rosberg und Ricciardo. Ricciardo erstmal geholt, Rosberg kommt da jetzt aus der Boxengasse raus. Er scheint immer noch vorne zu bleiben, aber der Undercut, der bringt dann doch noch so viel Speed mit. Und da gehen wir an Rosberg vorbei und Rosberg mit dem Fehler. Rosberg fühlte sich wohl in die Enge getrieben und parkiert neben der Strecke. Kommt nicht vom Fleck. Rosberg weg. Ich kann jetzt schon sagen, Rosberg kommt nicht mehr ran. Jetzt ist es nämlich ein Kampf um den Sieg zwischen Red Bull und Ferrari. Alonso gegen Simi K. Könnte man meinen. Und dann geht es in die letzte Runde. Es passierte lange nichts. Wir haben aber immer noch einen Vierkampf hier ums Podium. Rosberg nicht mehr mit vor der Partie. Der ist weit, weit zurückgefallen. Alonso hat noch eine letzte Chance. Der ist sehr nahe dran im ersten Sektor. Aber auch Ricciardo und Kubica, die lauern. Und jeder Punkt, der ist zählwertes in dieser Meisterschaftskampf. Es sind nur noch 3 Rennen nach diesem Grand Prix. Und ein Sieg bringt ja bekanntlich fast eine Meisterschaft ein. Und jetzt nach dem ersten Sektor
eine Sekunde auf Alonso rausgefahren. Der will wohl nicht mehr um den Sieg kämpfen. Der muss jetzt noch gucken, dass er diesen zweiten Platz verteidigen kann gegen Daniel Ricciardo. Rosberg 66. Runde. Der ist wohl außerhalb der Punkteränge sogar zurückgefallen. Das ist belastend. Aber es ist nun mal so, Rosberg hat damit wohl oder übel die Meisterschaft endgültig verloren. Aber meine Wenigkeit gewinnt erneut ein Grand Prix. Es ist der 7. Vollerfolg in der Saison. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ich habe damit nie gerechnet, zu Beginn der Saison 7 Rennen gewinnen zu können. Vielleicht so 2 oder 3, aber 7. Und dann auch als WM-Führender in die Schlussphase reinzugehen. Der Wahnsinn. Also, Alonso auf der 2, der baut die Podium-Streak aus. Ricciardo 3, Doppelpodium für Red Bull. Kubica auf der 4. Das ist auch gut. Er hat ein bisschen was am Boden verloren, aber bleibt noch in Reichweite. Rosberg 17. Ja, das war's. Also, ich leg mich fest, das war's. Nico Rosberg, der kann nicht mehr in diesen WM-Kampf mit einmischen. Der Abstand vorne, 18 Punkte zwischen mir und Kubica, 26, Ricciardo, 27, Alonso. Da ist noch alles drin. Dahinter im Mittelfeld gibt es noch den Kampf zwischen Williams, Force India und McLaren. Ich glaube, der wird noch eng bleiben. Das ist eng. Und vorne, ich würde mal sagen, in Sachen Konstrukteurswertung haben wir heute einen guten Schritt gemacht. Also wir haben Mercedes deutlich wieder hinter uns lassen können. Und das ist ein gutes Omen für die nächsten 3 Rennen. Und das nächste Rennen, das wird dann in Austin, Texas sein. Zum USA Grand Prix. Wenn ich jetzt mal gucke, ist es ein gutes Pflaster für meine Wenigkeit. Naja, letztes Jahr gab es ja einen Clinch zwischen Rosberg und mir. Mit dem, ja, Crash in der ersten Passage. Am Ende gab es dann noch einen Platz 7 Finish. Und 2012 gab es dann doch noch den Sieg. Also normalerweise ein Podium könnte in Austin drin liegen. Aber das werden wir dann erst noch sehen im Verlauf der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Kommentare sind immer erwünscht. Und dann wünsche ich euch einen traumhaft wunderschönen Tag noch. Und man hört sich nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao, ciao.